Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über Hellcats sprechen. Und während ich gerade das Cover suche, möchte ich euch erzählen, worum es geht, beziehungsweise euch einfach mal die Rezension von damals vorlesen, von Hellcats 1, weil jetzt ist Hellcats 2 erschienen. Und so sieht's aus. Und jetzt lese ich euch einfach mal vor, was ich bei Hellcats 1 geschrieben habe. Ist schon doch ein bisschen her und ich habe es einfach vergessen, euch darüber ein Video zu machen. So, Inhalt in meinen Worten. Wir befinden uns in der Zukunft und dort und doch ereignet sich alles in der Gegenwart. Also es ist in der Ich-Perspektive sozusagen geschrieben. 2175. Die Welt hat sich neu gebildet. Aufgrund von Katastrophen und Kriegen. Es gibt unter anderem New Europe. Und dies hat sich wiederum in zwei Gebiete aufgeteilt. Im Herz leben die Reichen und Gebildeten. Im Ring aber herrscht die Armut und die Einfachheit. Dröhnt als Mantra durch die Lautsprecher. Doch etwas stimmt nicht an diesem Ort. Mädchen werden verstümmelt. Und die, die nicht von ihren Eltern mit dem Messer oder ähnlichem im Gesicht bearbeitet werden, verschwinden früher oder später, wenn niemand auf sie aufpasst. Jeder glaubt zu wissen, wer dahinter steckt. Und sie alle hassen es und leben in Angst. Wird wieder ein Mädchen geboren, müssen die Eltern eine Entscheidung treffen. Und manch eine sieht vor, dass das Baby scheinbar gestorben ist, damit die Tochter im Geheimen groß wird und als Schattenmädchen lebt. Wenn sie nicht sterben oder verstümmelt werden, könnte es vorkommen, dass Eltern beschließen, ihre Tochter als Jungen aufwachsen zu lassen. Sie werden zu einem Boy-Girl. Aus Ruby wird daher James und aus ihrer Sicht wird diese Geschichte erzählt. James würde alles unternehmen, um seine Familie zu beschützen. Und doch ist er nicht da, als es geschieht. Idee. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Ich lese euch jetzt mal weiter vor. Idee. Was passiert mit Mädchen, die in Gefahr sind, entführt zu werden? Was macht eine Regierung, wenn ihnen die Mädchen ausgehen? Und wer wäre in der Lage, all dies aufzudecken? Erwartungen. Schon auf Instagram habe ich ab und zu etwas von Eve Pay darüber gelesen. Da waren meine Erwartungen trotzdem nicht ganz so hoch gesteckt. Denn ich hatte etwas Leichtes erwartet oder erhalten. Und erhalten habe ich etwas Tieferes. Charaktere. Aus Ruby wurde James und dieser Junge hat schwer gearbeitet, um nicht als Mädchen aufzufallen. Alles getan, was notwendig war, um in Sicherheit zu bleiben. Finn, unerwarteter Kadett, der anders ist als seine Kumpanen. Die Charaktere sind gut ausgearbeitet und ich konnte sie schnell ins Herz schließen oder hassen, je nachdem, was nötig war. Ich bin über die Seiten geflogen und konnte nicht mehr aufhören. Hab das Buch so schnell gelesen, dass ich hinterher enttäuscht war, dass es nicht weitergeht. Denn ich hätte so gern mehr gelesen, viel mehr. Fazit. Was soll ich sagen? Nachdem ich fertig gelesen hatte, war ich absolut baff geflasht und hatte das E-Book gedreht und gewendet in der Hoffnung, noch ein letztes bisschen mehr zu ergattern. James ist mir so ans Herz gewachsen, oder Ruby, denn im Grunde ist es ja aus ihrer Sicht. Und Finn, oh Mann, Finn, ich will mehr von Finn und ich weiß gar nicht, woher das alles kommt. Wahrscheinlich bin ich nicht einmal Zielgruppe und doch habe ich mitgefiebert, gelitten, gebannt und gehofft, wollte nichts verpassen und doch hätte ich es am liebsten weiter hinausgezögert, wenn die Geschichte nicht so unglaublich spannend gewesen wäre. Dieses gesamte Konstrukt, was man ihr hält, ist wirklich unglaublich und ich möchte wirklich gerne wissen, was noch alles geschehen wird. Wie wird Finn auf die Lüge reagieren? Wird er es je erfahren? Hellcats, ja, darum geht es irgendwie. Und doch umso viel mehr als diese Rebellen. Rebellinnen? Denn es sind Mädchen, die sich gegen das, was geschehen ist, auflehnen. Das Buch ist nicht sonderlich lang. Es wird also nichts gezogen. Und doch ist es genau richtig. Genau, ganz genau. Denn es wird weitergehen. Und dass Eve Pay nicht auf einer Stelle verweilt, sondern alles relativ schnell macht, passt zum Thema und zur gesamten Situation. Die Protagonisten haben Raum. Man lernt sie kennen. Und doch bleibt es im Fluss. Und man verliert nicht mit irgendwelchen unnötigen Floskeln Zeit. Ich wollte direkt alles auf einmal. Es ist eines jener Bücher, was einen so überrascht, dass man kaum glauben kann, dass es so etwas gibt. Es macht mich glücklich und traurig und wütend sauer und lässt doch eine Gänsehaut zu, die man kaum greifen kann. Es ist eines jener Bücher, die irgendwie aus dem Nichts erscheinen und doch ewig verweilen.
So, meine Gesamtbewertung. Cover, ich liebe es. Diese Augen sind interessant. Titel passt, auch wenn es etwas dauert. Inhalt, ein Highlight, jetzt schon. Wenn der Rest dieser Geschichte weiterhin auf diesem hohen Niveau bleibt, dann könnte es durchaus zu einer meiner Lieblingsreihen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob es bereits durchgedrungen ist, aber ich liebe es. Ja, und das ist meine Bewertung von Teil 1 gewesen. Ziemlich lang, ich weiß. Aber ich habe es ja, wie gesagt, total verrissen, es euch zu zeigen. So, und jetzt habe ich erfahren, dass Teil 2, Tag der Entscheidung, herausgekommen ist. Und ich musste es einfach sofort lesen. Ich hatte irgendwie noch Kindle Unlimited, beziehungsweise ich habe es jetzt wieder für 3 Monate kostenlos. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann. Aber irgendwie, irgendwo, irgendwann hat es dann doch hingehauen. Deswegen, ich habe es gelesen und ich habe es verschlungen. Ich habe 2 Tage gebraucht. Was wirklich wenig ist, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit ich momentan zum Lesen habe. Und es geht einfach rasant weiter mit James bzw. Ruby und mit Finn und mit den Hellcats und mit all dem, was noch passiert. Ich bin einfach nur unfassbar geflasht und ich habe dann einfach Eve Pay noch gefragt, hey, wie viele Episoden planst du? Es werden 9 Episoden davon geben und dieses Jahr sollen es wohl 3 insgesamt sein. Also könnte ich mir, irgendwie hat es so gemeint, dass es 3 Stück geben wird oder so. Und ich habe mir jetzt schon das Buch zu Hellcats, also das Taschenbuch, herausgesucht und warte einfach, bis Teil 2 erscheint, dann werde ich mir das zusammen kaufen. Ich brauche es einfach. Ich muss es einfach in meinem Regal haben. Und das ist schon so selten passiert mit E-Books, dass ich die einfach unfassbar gerne auch bei mir stehen haben möchte, um die nochmal in die Kamera zu zeigen, in mein Jahreshighlight mit aufzunehmen. Es war das 9. Buch, was ich dieses Jahr gelesen hatte. Buch 9, 2019. Und es hat sich so tief in mein Herz gebrannt. Unfassbar tief. Die Geschichte geht einfach so, ist so unglaublich, dass ich nicht mal weiß, wieso ich so empfinde. Ich weiß es einfach nicht. Es ist, wie ich in meiner Rezension geschrieben habe, ich bin wahrscheinlich noch nicht mal Zielgruppe dafür. Und doch ist es einfach so genial. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Bei mir hat es gerade geklingelt.